haben hier im sozialen Bereich sehr viele Probleme. Wir haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Die Leiharbeit nimmt immer mehr zu. Die Werksvertragsfirmen werden von Tag zu Tag immer mehr. Und alle Probleme, die die Gesellschaft, die Deutschen betreffen, treffen auch die Migranten, aber sehr hart. Wohnungsproblem, Gesundheitsproblem, Schulproblem, Kita-Probleme. Das muss aufhören. Das muss endlich aufhören. Man könnte sich ziemlich gut einfach 5 Punkte überlegen, wie man Europa sozial und demokratisch gestalten würde. Das wäre nicht schwer und das würde wunderbar ins Wahlprogramm passen. Gute Pflege für alle. Das bedeutet sowohl gute Pflege für die Bewohner bzw. für die Menschen im ambulanten Pflegebereich, die dort betreut werden, als auch eine gute Pflege für die Pflegefachkräfte und Pflegekräfte im Allgemeinen. Keine Kriegsbeteiligung, keine Waffenexporte. Freies Reisen überall hin, wo immer du hin willst. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch in Deutschland ein Recht auf Adoption haben soll. Und ich finde, dass alle Menschen ein Recht darauf haben sollen, deren Geschlecht frei auswählen zu dürfen. Und mir geht es darum, dass solche Bedingungen geschaffen werden, dass Frauen ohne ein sogenanntes schlechtes Gewissen auch Führungspositionen übernehmen können, auch ehrenamtlich aktiv tätig sein können, neben ihrem Beruf. Unser Ziel muss es sein, dass wir wieder wie 1920 die Wirtschaftsdemokratie in den Betrieben haben. Damals durfte ein Arbeitgeber nicht ohne das Votum der Beschäftigten zum Beispiel Kündigungen aussprechen oder einen Betrieb ankaufen. Und ich bin der Meinung, wir müssen dringend an die Steuern ran. Wir müssen dringend Superreiche besteuern. Wir müssen dringend Kapitalertragssteuern haben. Wir müssen dringend an eine Vermögensteuer ran. Ist ein Grundeinkommen locker finanziert. Eine friedliche Welt. Dass wir der AfD den Teppich unter die Füße ziehen. Das muss drin sein. Und es kam auch nicht selten vor, dass man mal als Auszubildender auch 7 Tage am Stück arbeiten musste, einen Tag frei bekam und dann wieder 5 Tage arbeiten musste. Und ich denke, das ist nicht der Sinn der Ausbildung. Der Sinn der Ausbildung ist, Wissen vermittelt zu bekommen, auch natürlich auch Praxiserfahrung zu sammeln, aber nicht als billige Arbeitskraft herzuhalten. Ein guter Freund, der die Ausbildung macht, auch zum Radiologieassistenten, der am Wochenende nicht mit uns ins Kino gehen kann, nicht mit uns ins Schwimmbad gehen kann, nicht mit uns ins Freibad im Sommer, weil er eben arbeiten muss, um sich die Ausbildung zu finanzieren. Es kann ja nicht sein, dass diese Leute dann sagen, ja gut, du hast deine Ausbildung gemacht, schön, fertig und jetzt sieh zu, wo du woanders arbeitest. Oder dass sie dann einfach einen befristeten Vertrag haben. Also man muss sich ja irgendwie immer wieder Gedanken machen, okay, wie geht mein Leben danach weiter? Es fehlt dann dementsprechend an bezahlbarem Wohnraum und natürlich auch an vernünftigen Gehältern, auch für Berufseinsteiger. Wenn jemand nichts mit Hartz IV zu tun hat, dann kann er sich überhaupt nicht vorstellen, wie viel Angst die Menschen haben, denn da geht es wirklich um die Existenzgrundlage. Alles, was beim Sozialgericht landet, wird überwiegend zugunsten der Betroffenen entschieden. Aber dieses Sanktionsschwert ist so krass, weil es ja erstmal wirkt und das für diese ganze Zeit. Es geht ja immer ums Eingemachte, Miete und um da überhaupt vorsprechen zu können, muss man dann 2 Stunden seinen Stehplatz verteidigen, um dran zu kommen. So wird es natürlich den Leuten sehr schwer gemacht, überhaupt dahin zu gehen. Und deswegen steht da auch die Security und es gibt Hausverbote, weil natürlich alles sich drängt und Leute, die krank sind mit Rollator, für die ist das sowieso unerträglich. Warum muss ich die Hosen runterlassen, wenn ich Harz haben möchte und ein Superreicher kann seine Erbe irgendwie verstecken und muss noch nicht mal großartig Auskünfte geben? Ich kann es nicht ertragen. Ich meine, ich bin Unternehmerstochter, ich habe früher schwarz gewählt, ganz selbstverständlich. Ich habe selber auch
auf die damals hieß es noch Sozialhilfeempfänger, runtergesehen. Deswegen weiß ich ganz genau, ne, keiner, der reich ist, zahlt nur 1 Euro Steuer freiwillig. Auf gar keinen Fall. Und jeder, der nichts hat, der hat sich eben nicht genug Mühe gegeben. Das ist das, was auch die Bundeskanzlerin rüberbringt, wenn sie sagt, Deutschland geht es gut wie nie. Es geht nicht Deutschland gut wie nie, es geht der Wirtschaft gut wie nie. Also wenn ich ganz frei rede, dann würde ich sagen, die einfachste Variante wäre, alle Infrastruktur, alles, was größer ist als die Versorgung eines Dorfes, aus privater Hand zu enteignen und zu verstaatlichen, alle Arbeit darauf zu reduzieren, also auf die Infrastrukturtätigkeit und unter allen abwechselnd zu verteilen, Häuser, Wohnungen, alles, was nicht der eigene Lebensraum ist, alles, was nicht der eigene Wohnraum ist, ebenfalls zu enteignen und den Personen überzuschreiben, die drin leben. Und ich glaube, das würde vermutlich erstmal schon für eine ganze Weile reichen. Vielleicht einige haben dann weniger, einige mehr, aber die Diskriminierung von der Verwaltung, die Diskriminierung, wenn man dann Arbeit sucht, die Diskriminierung, wenn man Wohnung sucht, die Diskriminierung, wenn man dann seine Kinder dann zu Kita dann anmelden, überall, schlicht, das ist dann Diskriminierung, das sollte aufhören. Und deswegen müssen wir auch die Linke das alles ändern, von unten ändern, nicht von oben, von unten muss man ändern. Und da, man muss da rangehen, den begrüßen, mit den zusammensitzen, täglich leben mit den Leben. Dann weiß man, wo ich saß oder wo die Schuhe drückt. Sonst vom Außen, von Hören, und da kannst du nicht richtig erreichen.